das ist ihr wahres Ich. Wussten Sie das nicht? Das wusste ich nicht. Jetzt werden Sie etwas über sich erfahren. Nein, ich will nicht. Jim, warum willst du nicht offen darüber reden? Worüber? Dass ich mich oft falsch entschieden habe? Dass ich nach links ging, anstatt nach rechts? Ich kenne meine Schwächen. Ich brauche keinen Cyborg, der sie mir vor Augen führt. Sei nicht so stur. Gib doch einmal... Damit dieser Scharlatan mein Gehirn wäscht? Ich habe mich getäuscht. Dieser Scharlatan hat mich von meinem Schmerz befreit. Pille, ich denke, du bist Arzt. Gegen Schmerz und Schuldgefühl helfen keine billigen Tricks. Sie machen uns erst zu dem, was wir geworden sind. Verlieren wir sie, verlieren wir uns. Ich brauche meinen Schmerz, um zu wissen, wer ich bin. Cyborg, hier Brücke. Wir nähern uns der großen Barriere. Captain, ich fürchte, Sie müssen hier bleiben. Spock, Dr. McCoy, Sie kommen mit. Spock. Ich werde nicht mitgehen. Wieso nicht? Mein Platz ist hier. Das verstehe ich nicht. Cyborg, du bist mein Bruder, aber du kennst mich nicht. Ich bin nicht mehr der Außenseiter, der ich früher mal als Kind gewesen bin. Das ist Geschichte. Ich habe meinen Platz gefunden. Ich weiß, wer ich bin. Ich gehe nicht mit dir. Auf mich müssen Sie auch verzichten. Dann auf Wiedersehen auf der anderen Seite. Warten Sie. Sie wissen, dass wir die große Barriere nicht überwinden können. Wenn aber doch, würde Sie das von meiner Vision überzeugen? Ihre Vision? Ich habe sie direkt von Gott. Er erwartet uns auf der anderen Seite. Sie sind verrückt. Meinen Sie? Wir werden es sehen. Es heißt, kein Schiff kann das überstehen. Das ist falsch. Ich sage, Gefahr ist eine Illusion. Also die Instrumente zeigen nichts an. Ist da nun etwas oder nicht? Mr. Sulu, volle Kraft. Volle Kraft, aye. Faszinierend. Ich glaube, wir träumen. Vielleicht ist das Leben ein Traum.